Und wir werden alle gesund und glücklich aus dieser Situation rauskommen. Das gibt wieder ein chaotisches Video. Egal. Genieße das Leben. Bleib kreativ. Umarm deine Liebsten. Schenk jedem ein Lächeln. Und wir werden alle gesund und glücklich. Genieße das Leben. Jetzt zu mir. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und eigentlich auch ein Hütchenspiel machen. Machen wir nicht. Eins, zwei, drei. Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen, zeige ich dir heute, wie du aus Zeitungspapier schöne Tannen kannst machen. Ich habe hier mal ganz ein wildes Konstrukt gemacht. Und zwar nur mit einem Ast. Ich glaube, so ein Thymian-Ast. Ein paar Krügel drin. Also ich habe das jetzt wirklich so ganz, ganz schnell gemacht. Es geht mehr darum, dass du siehst, wie das so im Endeffekt aussieht. Also es hebt auch nicht wirklich gut. Und um die geht es heute. Und das zeige ich dir. Und ich würde sagen, wir starten sofort. Also. So. Und zwar brauchst du Pulp. Wenn du nicht weißt, wie das angemacht wird, dann schau doch mein Video an, wo ich erkläre, wie man Vasen macht, aus Zeitungspapier und alten PET-Flaschen. Und dort hast du die Anleitung dabei. Also, ich schaue, dass ich es in die Infobox tue. Ich habe das noch nie gemacht. Wird schon irgendwie gehen. Und sonst schau einfach mein Video an. Also. Und zwar, du brauchst gar nicht so viel Pulp anzumachen, weil es ist sehr, sehr ausgiebig. Und jetzt zeige ich dir, wie du aus dem Bolle einen Tannenbaum kannst machen. Du kannst die Grösse von deinem Tannenbaum natürlich selber bestimmen, wie groß du den möchtest haben. Hier ist deiner Kreativität freier Lauf gelassen, natürlich. So, ich knete es erst immer noch ein bisschen durch. So, ich gehe mit den Daumen unten hier rein, das gibt mir auch gerade die Einbuchtung, die ich brauche. Und außen tue ich das einfach so über den Daumen dann drüber formen. Dann sieht das so aus, das ist so wie ein Hütchen. Innen sieht das so aus. Und schau, dass du hier immer eine gute Einbuchtung hast. Also jetzt beim untersten spielt es jetzt nicht so eine Rolle, aber dann beim nächsten, damit das oben drauf passt. Und das nächste wird dann natürlich dann ein bisschen kleiner. Und das ist auch etwas, was du ganz sicher auch mit deinen Kindern kannst machen, weil es wirklich jetzt keine Hexerei ist. Und ich meine, Tannen sehen ja auch alle total verschieden aus, asymmetrisch, und von dem her darf es also wirklich auch mal ein bisschen schepp sein. Und da geht es jetzt wirklich nicht um Perfektion. Siehst, und dann mache ich da unten wirklich immer gerade mit dem Finger nochmal eine bessere Vertiefung. Und dann kannst du das schnell da drauf tun und schauen, ob das so für dich passt. Und dann machst du eins nach dem anderen weiter.
Und du kannst natürlich eine ganze Welt kreieren. Das sieht auch ganz toll aus auf dem Tisch, wenn du vielleicht ein bisschen grössere und kleinere machst. Und dann kannst du das wunderbar dekorieren. Und es ist halt wirklich etwas, wo einfach nichts kostet. Und es ist handgemacht. Und ich finde handgemachte Sachen einfach immer wesentlich schöner und herzlicher, auch zum Verschenken, als gekaufte Sachen. So, und dann kannst du schauen wieder. Ist das so gut? Gefällt es dir so? Und du siehst, das geht wirklich ganz schnell. Auch gerade für jemanden, der noch nie mit dieser Materie geschafft hat, ist das wirklich ganz ein tolles Einsteigerprojekt. Und unten immer schön eine Eintiefung machen. Und dann hast du schon das erste Tänli. Die nimmst du dann auseinander. So. Und leihst sie dann auf ein Zeitungspapier oder du kannst doch schon Zeitungspapier, aber du kannst ein Backblech nehmen und die dann dort platzieren und dann trocknen lassen. So. Ich tue sie zum Trocknen lassen immer auf die Heizung und dann sind die in der Regel in einem Tag allerspätestens in zwei Tagen trocken, aber aus meiner Erfahrung sind sie eigentlich nach einem Tag trocken, manchmal sogar schon nach einem halben Tag. So, dann tue ich das hier auf die Seite. Hier habe ich schon eine Schwette mal vorbereitet. So. Verschiedene Grössen. Du siehst, die sind ganz, ganz, ganz stabil. Du kannst sie so lassen, wenn du das möchtest. Oder du kannst sie auch schleifen. Ich persönlich, ich tue sie immer schleifen. Ein 100er ist an und für sich gut. Und dann kannst du die auf der Seite einfach ein bisschen anschleifen. Das geht sehr gut. Oder du nimmst so eine Schleifmaschine. Man könnte an und für sich sicher auch so eine Pediküre-Maschine haben. Vielleicht hast du das zufälligerweise daheim. Also das ging sicher auch. Ich mache es halt hauptsächlich immer mit dem, weil ich halt sehr viel davon mache. Wenn die trocken sind, dann schaust du im Vorweg mal, wie die sollten sein. Wie das am schönsten ist. Und wie hoch dass du die möchtest haben. Und dann werden die verklebt. Ich nehme immer den Heißleim. Du kannst aber auch normalen Leim nehmen. Braucht einfach ein bisschen länger zum Trocknen. Genau, Leim brauchst du noch, das habe ich vergessen. Und dann gibst du hier innen Leim. Und platzierst die so. Auch wieder keine Hexerei. Und dann hast du ein Tannli.
Also es ist wirklich sehr schnell gemacht. Na, und wenn du jetzt keine Korken unten hast, kannst du das super so auf den Tisch stellen und hebt wunderbar. Und dann kannst du eben ganz viel machen. So. Und das ist es schon gewesen. Nachher kannst du es besprayen oder anmalen. Eben auch gerade das Anmalen ist ganz toll mit Kindern. Also wenn dein Kind vielleicht noch zu klein ist zum Modellieren und du sie fertig hast, dann kannst du sie mit den Kindern bemalen. Das macht auch immer sehr Spass für Großeltern so zu verschenken. So. Also. Wie du siehst, es ist wirklich keine Hexerei, eine super Dekoration für Anfänger, die man dieser Materie noch nie geschafft hat. Auch wirklich etwas Tolles, was du mit den Kindern zusammen machen kannst. Ich finde es auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, auch auf einem Päckchen. Und dann würde ich sagen, das war es. Wir sind lieb zueinander. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Es macht keinen Sinn, dass man sich gegenseitig blogen. Sondern gerade jetzt, wo es für uns alle schwierig ist, finde ich, ist es umso wichtiger, dass man Rücksicht aufeinander nimmt, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Und wenn du noch ein bisschen im Zweifel bist oder in der Angst inne bist, dann kann ich dir ein YouTube-Video sehr, sehr ans Herz legen. Das bezieht sich auch nur auf die Schweiz. Und das ist Stricker TV oder jetzt neu Stricker TV 2. Dort siehst du oder findest du alle Fakten, dort siehst du Interviews und vielleicht hilft dir das ein bisschen, aus deiner Angst rauszukommen oder dich einfach breitflächig zu informieren, damit wir wirklich alle einfach toleranter miteinander umgehen können. Bleib kreativ, genieß das Leben, jetzt umso mehr. Seid lieb zueinander, umarmet euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!